Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Judy und in diesem Video zeige ich euch, wie ich diese Pfauenkönigin geschminkt habe. Der Look ist inspiriert vom blauen Pfau, da diese Tiere sehr majestätisch aussehen durch ihr buntes Gefieder und auch allein schon durch ihr Auftreten. Ich trage dunkelgrüne wasseraktivierte Gesichtsfarbe auf meinem Oberkörper auf, um einen Hintergrund für die Pfauenfedern zu schaffen. Am Hals male ich die Federn für den Übergang mit einem gelbgrünen Splitcake auf. Die Pfauenfedern male ich mit wasseraktivierter Gesichtsfarbe und beginne mit dem braunen Kreis. Diesen umrande ich in hellgrün. In den braunen Kreis kommt dann ein hellblaues Oval, das am unteren Rand mit einem blauen Halbmond betont wird. Die Federstruktur beginne ich vom Kiel der Feder aus mit einem Grasgrün. Und akzentuiere den dunkelblauen Halbmond, nachdem er getrocknet ist, mit einem noch dunkleren Blau. Der braune Kreis bekommt mit hellbraun seine Federstruktur, die auch nochmal mit Gelb hervorgehoben wird. Der Feder an sich gebe ich noch mehr Dimension mit einem hellgrün und gehe auch hin und wieder zurück nochmal in das Grasgrün. Und auch die Umrandung des braunen Kreises bekommt mit gestrichelten hellgrünen Linien noch ein bisschen Federstruktur. Nachdem der Hals jetzt genug Zeit hatte zum Trocknen, schattiere ich jeweils unterhalb der Feder rein mit einem dunkelgrünen Lidschatten. Und auch dort, wo eine Feder die andere überdeckt, wird die untenliegende schattiert. Am Übergang zum dunkelgrünen Oberkörper verwende ich dafür einen dunkelbraunen Lidschatten. Damit kann man dann auch nochmal ganz gut die Form der Federn korrigieren. Die Strukturen innerhalb der grünen Federn male ich mit brauner wasseraktivierter Gesichtsfarbe federförmig auf. Danach schattiere ich die einzelnen Federn mit einem noch dunkleren grünen Lidschatten. Ich umrande die Federn mit grüner wasseraktivierter Gesichtsfarbe und akzentuiere sie mit Weiß. Ich male weiße Federkiele auf und gebe den Federn noch mehr Dimension mit feinen weißen Linien. Off-Camera habe ich mir schon mal schwarze Mini-Skleras eingesetzt und die weißen Outlines mit Kajal gezogen. Das blaue Dreieck auf der Stirn male ich mit wasseraktivierter Gesichtsfarbe aus. Und auch die weißen Flächen auf dem Gesicht male ich schon einmal aus. Diese pudere ich ab, damit der Lidschatten, den ich jetzt zum Schattieren benutze, nicht fleckig wird. Das blaue Dreieck schattiere ich dabei mit grünen, schimmernden Lidschatten und gehe auch nochmal mit so ein bisschen Blau dazwischen. Sowohl den inneren Augenwinkel als auch meine Nase konturiere ich mit einem hellgrauen Lidschatten, mit dem ich auch die Lidfalte im äußeren Augenwinkel betone. Mit einem Bananapuder schattiere ich die untere Hälfte der weißen Fläche und arbeite ganz am Rand nochmal einen Bronzer ein, um dem Ganzen einen orangenen Stich zu geben. Auf den obersten Stellen meiner Wangenknochen trage ich einen weißen Highlighter auf. Ich male die dunkelbraunen Flächen im Gesicht mit wasseraktivierter Gesichtsfarbe aus und verwende dunkelblaue Farbe, um alle Umrandungen richtig scharf zu ziehen. Damit die Linien am Ende wirklich richtig scharf sind, kommt das Blau auch erst am Ende zum Einsatz. Ich ziehe zunächst nur die obere Hälfte eines Eyelinerstrichs und male dann erstmal die Dreiecke im Gesicht mit einem dunkelgrünen Kajal aus. Dabei färbe ich auch meine Wasserlinie in grün ein. Erst danach ziehe ich den Rest des Eyelinerstriches, damit er wirklich richtig schön scharf ist. Und fülle die Fläche mit schwarzer wasseraktivierter Gesichtsfarbe zu Ende aus. Diese sette ich mit einem schimmernden, petrolfarbenen Lidschatten. Auf den blauen Flächen setze ich mit einem schimmernden blauen Lidschatten Highlights und schattiere unterhalb einiger Strukturen mit einem matten, dunkelblauen Lidschatten. Diese Schatten hebe ich auch nochmal mit einem dunkelgrauen Lidschatten hervor. Insbesondere dabei unter dem blauen Dreieck, an der Schläfe und unter dem Wangenknochen. Und blende das Ganze mit einem fluffigen Pinsel ein wenig aus. Nachdem ich meine echten Wimpern getuscht und falsche Wimpern aufgeklebt habe, fülle ich meine Oberlippe mit einem dunkelgrauen Lippenstift aus. Mit einer türkisfarbenen Perücke und meinem selbstgebastelten goldenen Headpiece ist die Pfauenkönigin dann fertig. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob euch dieser Look gefallen hat und lasst einen Daumen nach oben da. Und abonniert unbedingt meinen Kanal für noch mehr solcher Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!